ich habe euch alle hierher zusammengerufen, um mit euch in aller Öffentlichkeit Offenheit die Lage zu besprechen. Um es mit einem Wort zu sagen. Moment mal, Gaia, du hast mir gesagt, dass du mich dringend brauchst. Ich habe geglaubt, die Sache ist wirklich wichtig. Aber wenn ich sehe, was hier für Knallköpfe herumsitzen, da kann ich doch nur lachen. Wen meinst du damit? Dich natürlich nicht, Ede. Aber den da, der gehört doch hinter Gitter. Das meint mein Freund Kettwig auch. Aber so kommen wir doch nicht weiter. So wird's doch immer nur schlimmer. Um wieder auf den Anfang zurückzukommen. Die Lage war noch nie so ernst. Ich will, dass der da verschwindet. Ich kann diese Fresse nicht ausstehen. Familie, nun hör mir doch mal zu. Nein, der soll erst mal raus. Hör mir doch nur eine Minute zu. Du wirst mir bestimmt noch dankbar sein, dass Frank in unserer Mitte ist. Milde. Jetzt bist du schon mal da. Hör doch zu, was der zu sagen hat. Na gut, Ede, weil du es sagst. Liebe Freunde, warum ist das Konjunkturklima so schlecht? Warum hat niemand mehr den Mut, in eine gute Sache zu investieren? Weil dieser Kettwig dir nichts nachweisen kann und immer hinter dir herschnüffelt. Da sitzen wir noch mit diesem Idioten herum. Ich wette, Kettwig steht irgendwo hinter der Tür und lauscht. Der ist doch im Polizeipräsidium, das weiß ich ganz genau. Der hat doch gar keine Ahnung, dass wir seinetwegen diese Lagebesprechung heute Vormittag machen. Liebe Freunde, was für einen Ausweg haben wir aus unserer unerträglichen Situation? Nur einen. Wir müssen diesen Kettwig ausschalten. Okay, Chef, das ist ein Wort. Liebe Milde, du leistest eine gute und zuverlässige Arbeit. Wir alle schätzen dich. Geschenkt, ich mach's. Wer denn sonst? Aber bei diesem Kettwig können wir uns deine Methoden nicht erlauben. Da müssen wir etwas geschickter sein. Was soll denn das heißen? Wer hat hier was gegen meine Methoden? Niemand hat etwas gegen deine Methoden. Im Gegenteil, wir werden auf deine Methoden zurückkommen. Aber heute Abend treffen wir uns in Kettwigs Stammlokal. Im Balkangriff. Das ist es, wenn wir zu schwer mit der Sorge dafür getan. Bitte schön. Bitte schön. Guten Appetit. Abbestelle ich. Ah, Herr Kettwig, guten Abend. Guten Abend. Ist gut? Natürlich, bitteschön. Hier ist der Tisch. Ich habe den Tisch verteidigt wie ein Löwe. Ja, ist ein bisschen viel los halt, gell? Ja, das sind noch meine Flasche von gestern. Wir kriegen aber gleich eine neue. Selbstverständlich, kommt gleich. Frag mal, wer da drüben sitzt. Ja, wer weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, mindestens 20 Jahre Knast. Nein, eben kein Jahr Knast. Ach so, dein spezieller Freund, was? Ja, aber keine Bange, den kriege ich auch schon noch. Nimm das doch nicht so zu Herzen. Schau, ich sag mal immer, leben und leben lassen. Die lassen uns leben, weil die haben nämlich schon größere und bessere erledigt. Und wir lassen sie wieder leben, weil wir ihnen momentan nichts nachweisen können. Siehst du? Nur so ist das Leben lebenswert, oder? So, merkwürdige Ansichten hast du. Prost, Heinerle. Nein, Manuel. Wir haben Zeit. Wir machen es besonders sorgfältig mit dir. Warum bist du nicht gekommen, wie verabredet? Weil ich dich kenne. Nein, du kennst mich eben nicht. Du denkst, ich kann nur zuschlagen. Nichts weiter. Warum ich? Warum ausgerechnet ich? Weil Kettwig dich so gerne hat. Nein. Nein. Du kannst froh sein, dass du mich hast und dass ich mich damit auskenne. Ein anderer hätte sich womöglich nicht so in Gewalt, besonders wenn er sauer ist, weil er auf dich warten musste. Sei froh, dass du mich hast. Ja, die Augenbrauen, die müssen ein bisschen buschiger. Und der Mund stimmt auch noch nicht ganz. Vielleicht etwas runder. Nein. Im Gegenteil, verkniffener, schmaler. Ist die Nase schon richtig? Ja, fast, aber etwas
Etwas fleischiger, dicker vielleicht. Ja, das haben wir ja gleich. Ne? Ist das Kinn schon richtig? Ja, das stimmt da genau. Dieses dicke, brutale Kinn. Das stimmt da genau. Was sagen Sie, Fröffel? Hm? Gut getroffen. Herr Kettwig, dieser Frank Bleibtreu ist doch der, den Sie vor 3 Wochen Tag und Nacht verhört haben und dann doch laufen lassen mussten. Ja, genau, das ist er. Herr Kettwig, wie erklären Sie sich dieses Porträt? Ich habe keine Erklärung. Aber ich werde eine finden. Gut, so gehört sich das für einen Kriminalisten. Das ist doch ganz einfach. Wir haben doch nur die Fingerabdrücke auf der Flasche. Wie lange dauert es denn noch? Ist sofort fertig. Schau her, Fingerabdruck. Das Glück, dass der Kerl keine Handschuhe gehabt hat, sonst dass das dumm durchsteht. Hm. Also, was ist jetzt? Ja, jetzt glaube ich, ist soweit. Das ist schon. Herr Stock, dann sollen Sie einen Augenblick allein lassen? Ja, nur wenn es ein dienstlicher Befehl ist. Ist er, ja. Heiner, komm mal her. Schau. Das ist ja nicht möglich. Herr Heiner, auf mich kannst du dich verlassen. Wir lassen die Flaschen verschwinden, die Abdrücke, die Negative und die Vergrößerungen. Worauf willst du eigentlich hinaus? Okay, Heiner, mir kannst du das doch sagen. Du hast den Bord gehabt auf dem Frank und hast dir Flaschen über den Schädel gehabt. Kann ich voll und ganz verstehen, ich hätte es auch gern gemacht. So, bist du verrückt? Du glaubst doch nicht an den Schwindel. Was heißt denn da Schwindel? Bei den Beweisen ist es doch zwecklos. Weiße Beweise, bist du denn verrückt geworden? Das sind doch keine Beweise. Nein, ich kehre die ganze Sache über den Tisch. Tja, Herr Kettwig, die Phantomzeichnung, die Fingerabdrücke. Ich bin natürlich vollkommen von Ihrer Unschuld überzeugt, aber das sind Beweismittel, die sich nun einmal nicht aus der Welt schaffen lassen. Aber Herr Kriminaldirektor, was heißt dann aus der Welt schaffen lassen? Ich will eine lückenlose Aufklärung. Ich bin sicher, dass Sie unschuldig sind. Oh nein, 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 das sind Sie nicht. Aber ich werde Ihnen den Beweis liefern. Ja, da bin ich aber sehr gespannt. Jawohl. Als Frank Bleibtreu überfallen wurde, war ich zum Mittagessen im Balkangrill. Das kann der Wirt bezeugen. Und die Bedienung. Ja, das ist eine prima Idee. Gehen wir in Heiner sein Stammkneipe. Vielleicht darf ich Sie zum Mittagessen einladen, Herr Kriminaldirektor. Da gibt's ein Lamm, sag ich. Mhm, Butterweich, sonst haben Sie noch nie gegessen. Und bei der Nachspeise, da fragen wir dann nach dem Alibi. Ja, ich meine nur, wenn der Wirt dem Heiner kein Alibi gibt, dann schmeckt uns vielleicht das Essen nicht mehr, nicht? Und das wollen wir doch vermeiden. Kein sehr passendes Lokal für Kriminalbeamte. Aber das Essen, Herr Ford. Sie sind der Wirt? Ja, der bin ich. Steiner, Kriminalpolizei. Würden Sie mir ein paar Fragen beantworten? Bitte. Sie kennen meinen Kollegen Herrn Kettwig. Er ist oft mein Gast. Überlegen Sie genau, es ist sehr wichtig. Wann war Herr Kettwig das letzte Mal bei Ihnen? Vorgestern Abend. Ja, vorgestern Abend. Was? Mit Ihnen zusammen, Herr Fürsten. Moment, Moment, Evangelos, überleg doch mal. Zuletzt war ich gestern Mittag hier zum Essen. Du hast mich doch selber bedient. Würden Sie bitte den Zeugen nicht beeinflussen? Aber ich sind Sie ganz sicher? Moment. Ja, aber Penelope, ich habe doch gestern zu dir gesagt, warum kommt Herr Kettwig heute nicht, wo er sonst jeden Mittag hier war? Ja, das stimmt. Aber Penelope, was soll denn das? Wir haben uns doch selber noch unterhalten. Wovor habt ihr eigentlich Angst? Oder hat euch jemand unter Druck gesetzt? Spätestens, ich würde gerne etwas anderes sagen, meinem Stammgast zuliebe. Hm. Aber was wahr ist, bleibt wahr. Ich werde wahnsinnig. Es tut mir leid, lieber Kollege, aber ich muss Sie ab sofort vom Dienst suspendieren. Mensch, Junge, hau bloß ab. Die Bullen sind hinter dir her. Was? Oh. Dankeschön. Suspendiert. Vom Steiner. Ja, und ich kann ihm nicht mal einen Vorwurf machen. Ich an seiner Stelle hätte ganz genauso gehandelt. Das war ganz korrekt, ich kann nichts anderes sagen. Ja, was der Steiner tut, das überlegt er immer ganz genau. Ja, wie meinen Sie das? Ja, weißt du, der Herr Wanninger meint, dass der Steiner immer sehr korrekt ist, aber meist, wie sag ich jetzt das? Na ja, korrekt, aber erfolglos. Also gar so krass möchte ich das nicht ausdrücken. Aber ein bisschen was hätte ihm bei der Sache schon einfallen müssen. Na, ihr seid ja noch viel zu jung. Aber der Steiner, der hätte doch wissen müssen, dass hinter der Sache bloß der Geier stecken kann. Geier? Seien Sie mir nicht böse, Herr Wanninger, von dem habe ich noch nie was gehört. Ja? Walter Geier, geboren 1906 in Köln. Ja, er war lange Zeit in Frankreich und in Holland, da ist er 10 Jahre gesessen.
Ich brauche eigentlich alles über ihn. Seine Wohnung, seine Bekanntschaften, etc. Mache ich gern. Ja. Und von Ihnen bräuchte ich alles über diesen Taschendieb da, wie heißt der jetzt gleich, Kohlmeier, Alfred. Ja, Moment, Herr Wanninger, wir können Ihnen doch nicht ohne weiteres amtliches Material überlassen. Ja, wollen Sie jetzt aus der Sache rauskommen, oder nicht? Ja, das schon, aber... Na also, dann seid brave Buben und klaut ausnahmsweise mal amtliches Material. Kannst du mir das nachmachen? Kein Problem. Ja? Und das Foto von dem Kohlmeier, das tauscht du aus gegen meines. Ja. Aber das Papier muss vergilbt sein. Kriegst du das hin? Ja. Da muss ich nur ein Papier 2 Tage in die Sonne legen, dann ist es goldgelb. Ja, und das regnet? Dann bestrahle ich es mit Höhensonne. Sehr gut. Man kann es auch in einer Bratröhre goldgelb garen und dann mit einem Bügeleisen glattblechen. So wie du es früher mit deinem Falschgeld gemacht hast. Hab ich je Falschgeld gemacht? Ja, geh zu, du alter Basi. Du hast ja bloß ein Glück gehabt, dass ich dir nie hab was nachweisen können. Warum kommen Sie jetzt zu mir? Weil ich erstklassige Fälschungen brauch. Passt mit. Ja, nochmal. Die Sache hat besser geklappt, als ich dachte. Der Kettwig ist erledigt. Jetzt kommt der Fröschel dran. Und ich weiß auch schon, wie wir das machen. Du musst dem Fröschel die Autoschlüssel klauen. Immer ich? Hab doch genug vom letzten Mal. Hier ist hier Schloss der Gesellschaft. Hey, hau dich in die Falle, Opa. Hm? Du bist der junge Leichtsinner, gell? Der Siegfried. Dein Vater war mein Freund. Wenn der im Bau war, verstehst? Dann habe ich für deine Mutter und für dich gesorgt, damit ihr nicht verhungert seid. Bist du der Kohlmeier, Alfred? Mhm. Ich hab gedacht, er ist schon tot. Kohlmeier, Alfred? Kenn ich nicht. Doch, den Namen habe ich schon gehört. Und jetzt schleicht dich. Wir haben hier nämlich eine geschäftliche Besprechung. Heute Geld habe ich selber. Du kannst doch nur der Geier sein. Dich habe ich kennt, da warst du noch so klein. Aber damit ihr wisst, wer ich bin, da ist er her. Der König der Taschendiebe. Das muss schon ein paar Jahre her sein. Damals habe ich mich noch erwischen lassen und war sogar stolz, wenn die Zeitungen über mich geschrieben haben. Aber jetzt bin ich versorgt. Jetzt habe ich meine Rente und mein kleines Häusl am Stadtrand. Aber wie ich gehört habe, dass da was im Gang ist gegen den Steiner und Konsorten, na, da habe ich mir gesagt, da muss doch eigentlich der alte Kohlmeier Alfred mit dabei sein, gell? So. Und jetzt reicht's mir. Moment! Ein König der Taschendiebe? Das könnten wir eigentlich ganz gut gebrauchen. Also, ist das jetzt klar? Das ist ganz klar. Ich gehe in Bodus Pinte, stell mich an die Theke hin und lass mir von Ihnen den Autoschlüssel klauen. Ja, und wo trägst du den Schlüssel? Auch ganz klar, in der äußeren Brusttasche. Ja, nicht in der Hosentasche. Weißt du, aus Hosentaschen, da kann man so schlecht klauen. Nein, das ist ganz klar, äußere Brusttasche. Also. Ja, und wenn ich den Schlüssel austauscht habe, dann gehst du zu deinem Auto und da passiert der Unfall. Ja. Ne? Und dann machst du einen fürchterlichen Krach, wenn die Polizei kommt, mhm, und lass dich abführen. Ja. Die Polizisten wissen ja Bescheid. So, ja, woher wissen die Bescheid? Ja, von dir, weil du ihnen Bescheid gibst. Von mir? Ach so, ich frage. Ja. Ist ja ausgemacht. Alles. Ja, du machst aber nicht so auffällig, damit meine Freunde nichts merken. Nein, nein, ich randaliere ganz unauffällig. Ja, und nicht vergessen, Fröschel, den Schlüssel in die Brusttasche. Ja, nicht in die Hosentaschen. Hast mich? Ja, ich bin ja kein Depp. So, die nächste Runde zahle aber ich. Okay, 6 Bier. Ja. Bringen Sie auch eins mit? Ja, wenn Sie mich so fragen, kann ich nicht Nein sagen. Also 7 Bier. Oder haben Sie vielleicht schon? Oh,
Ja, dann müssen Sie entweder aufs Bier verzichten oder Sie dürfen nicht mehr Auto fahren. Am besten ist, Sie geben mir Ihren Schlüssel, dann kommen Sie nicht in Versuchung. Sie sind von den Besen, kennen Sie ja gar nicht. Macht ja nichts. Aha. Sie tragen Ihren Autoschlüssel auch in der Hosentasche. Ja, warum? Ach so. Ja, eigentlich haben Sie recht, ich beule die Taschen immer so aus, gell? Prost. Prost. Bessere Brusttaschen. Ja, wissen Sie, mit meinem Autoschlüssel, da bin ich eigen. Den gebe ich nicht einmal meinem besten Freund. Komm, komm, mach keine Umtriebe her mit dem Schlüssel. Das war doch nur ein Spaß. Ja, weiter sowas. Tut doch kein anständiger Mensch. Ja? Gibt's denn sowas? Da schauen Sie, da haben Sie Ihren Schlüssel. Danke. Aber stecken Sie ihn gleich in die Hosentaschen. Da kommen die Taschendieben nicht so leicht rein. Ich kenne mich da aus. Kennen Sie sich aus mit Taschendieben? Sind Sie von der Polizei? Wieso schaue ich so aus? Nein, nein. Ich bin der Alfred Kohlmeier. Früher der König der Taschendiebe. Ja, ich kann es einfach nicht mit anschauen, wenn einer gar so dilettantisch Autoschlüssel klaut. Das ist ja fast eine Majestätsbeleidigung. Prost. Prost! Nicht mehr mit dem Auto fahren. Na, mir passiert nichts. Ja, aber Sie werden nicht recht weit kommen. Also? Hier wimmelt es ja gerade so von Polizisten. Ach, wissen Sie, die haben mir nichts. Soll ich Ihnen was verraten? Ja. Ich bin selber einer. So? Ja. Also dann Dankeschön fürs Bier, gell? Ja. Für Gott. Ja. Genau. Idiot! Können Sie denn nicht aufpassen? Wieso ich? Sie fahren hinten rein und ich soll aufpassen. Also so eine Unverschämtheit. Sie sind doch rückwärts gefahren. Ich bin rückwärts gefahren. Haben Sie einen Hammer? Was sagen denn jetzt Sie? Ist er jetzt rückwärts gefahren oder nicht? Ja, es tut mir leid, wenn wir uns auch jetzt erst kennengelernt haben. Aber was wahr ist, muss wahr bleiben. Sie sind rückwärts gefahren. Ja, genau. Das ist ja unglaublich. Eine Frechheit ist das. Da regen Sie denn nicht auf. Wir rufen einfach die Polizei an. Ist schon unterwegs. Polizei bin ich selber. Ja, das steht Ihnen so passen, dass Sie Ihren Kollegen irgendeinen Schmarrn erzählen und die ganze Sache vertuschen. Das geht aber nicht, weil ich Zeuge bin. Ernst. Halt, Birschel. Dich bringe ich in den Gast. Gast? Ja, warum denn? Wegen Fahrerflucht. Ja, da hat er recht. Fahrerflucht. Jawohl. Erst bist du besoffen dem Herrn reingefahren und dann wolltest du abhauen. Wenn ich mir nicht vor deinen Wagen stelle, wärst du schon lang weg. Na, ja, das kann nicht nur ich bezeugen. Das haben mindestens noch 4, 5 Gäste vom Lokal gesehen. Ach, jawohl. Das ist noch ein Flasche als 6 wert. Halt, halt, halt. Nein, nein. Das schwingt mir bei mir. Außerdem kann ich ja noch hin. Gut, dass Sie kommen. Kommissar Fröschl von der Münchner Kripo. Darf mal die Wagenpapiere sehen. Wissen Sie, ich habe mit Ihrem Kollegen Fischer Franz schon alles abgesprochen. Wo ist er überhaupt, der Fischer? Jetzt versuchen Sie schon mit dem falschen Polizeiausweis. Ich bin im Dienst. Besoffen sind Sie. Ich bin im Dienst. Die Warenpapiere. Ja. Das haben Sie geparkt. Ja, schaut nicht aus, das stimmt aus. Er kann auch selber fahren. Ja, sicher doch. So, Sie sind im Dienst. Da ist das wohl Ihr Dienstwagen. Ja, Freilich, was denn sonst? Wo bleibt denn der Fischer? Warum haben Sie in Ihren Papieren eine andere Autonummer als an Ihrem Dienstwagen? Geh, überprüf doch mal die beiden Nummern und lass gleich Verstärkung kommen. Ja, ist in Ordnung. Wollen Sie jetzt Röhrchen blasen oder kommen Sie gleich mit zur Blutprobe? Ich bin völlig nüchtern. Wir fahren jetzt ins Polizeipräsidium mit dem Dienstwagen. Aus! Hoppala, heute. Hallo, hallo, wer haben wir's denn? Wer haben wir's denn? Der Wagen ist gestohlen gemeldet. Das haben wir doch gleich gedacht. Ich möchte den Polizeipräsidenten sprechen. Ja, das kannst du schon, aber in unserer Begleitung. Nein, nicht Olang. Ja, fahr schon mit dem Vorfall auf. Also, dem Schuld ist ja er. Ja, ja. Da kommt das okay an, Bruder, her. Wer war alles? Wer hat mit? Alles klar. Das machen wir. Also. Das ist doch mir, bitte. Ja.
Wir wollen das so gerne. Ja, ja. Dann machen wir so ein bisschen. Ja, nicht Meiniger, da geht doch jeden Fall. Ja, ja. Ist er ja da wohl, die Banzer. Vorsicht, ja, keine Beamtenbeleidigung. Wird schon genug auf dem Kerb und Bürstel, ne? Das ist doch der Fischer Franz, mit dem ich alles abgesprochen habe. Ja, Toni, wo kommst denn du her? Wer denn hier herkommen, du Depp? Ach, Sie kennen sich. Ja, das ist Kollege Fröschel vom Sonderdezernat. Die alte Meiniger-Abteilung. Ach so. Ja, dann. Ja, dann, ne? Wo hast denn du gestickt? Wir haben doch ganz genau ausgemacht, um 9 Uhr fange ich vor dem Lokal das Randalieren an. Ja? Und der Wanninger hat das noch einmal ganz genau erklärt. Ja, ja, könntest du es mir jetzt vielleicht auch mal erklären? Wenn Sie mir endlich einmal zuhören, gern. Also das war gewissermaßen eine Infiltration in eine Bande. Verstehen Sie das? Dafür musste ich verhaftet werden, dass der Herr Wanninger den Ganoven glaubhaft erscheint. Und das hätte der Franz machen sollen. Aber der Depp ist ja nicht gekommen. Wieso? Ich war doch da. Ein Schmarrn warst du. Wie über Funk die Meldung gekommen ist, dass ein Autodieb in einen Verkehrsunfall verwickelt ist und sich als Polizist ausgibt, da bin ich sofort hingefahren, wie abgesprochen. Wo bist hingefahren? Zur Felsenquelle, so ist das Lokal. Nein, wir haben Balkangrill ausgemacht. Ah, ich habe mich auch gewundert, dass du den Ort plötzlich gewechselt hast. Aber am meisten habe ich mich gewundert, wie ich dich dann gesehen habe. Mich? Du warst es gar nicht, sondern ein echter Autodieb. Der hat sich als Polizist ausgegeben. Ja. Auch nicht schlecht. Dieses Foto ist, finde ich, kein guter Einfall. Ja, nur zur Erinnerung, damit ich immer dran denke, Feind hört mit. Und der im grauen Anzug, den kenne ich nicht. Der? Ja. Das ist der Staatsanwalt Siebner. Der ist da mit drauf, weil die Polizei so einen schlechten Ruf hat. Und außerdem gehört der auch zu meiner prominenten Sammlung. Wer ist der mit der dunklen Brille? Direktor Steiner, ein ganz hinterhältiger Bursche. Ja, korrekt, aber ganz ungefährlich. Wir müssen ihn ausschalten, weil er der nächsthöhere Vorgesetzte ist. Einfach der Korrektheit wegen. Alle auspusten, radikal weg. Keine Faxen machen, Kopf ab und die Reste in die Müllverbrennung. Okay. Das sind doch primitive Tricks. Hören Sie nicht auf ihn. Ich meine nicht die seinen, ich meine die ihren. Meine? Klar. Das war doch ein ganz primitiver Trick, mit dem sie den Kettwig reingelegt haben. Einfach die Flaschen mit seinen Fingerabdrücken klauen. Was heißt hier primitiv? Ich musste doch unbedingt wissen, wo dieser Kettwig zu Mittag ist. Und die Sache mit dem Alibi. Also dieser Wirt, dieser Evangelos, der wollte überhaupt nicht spuren, bis ich ihn bedrohte, dass ich verrate, dass er Katzenfleisch für Lamm verkauft. Also, ich muss schon bitten, primitiv war das nicht. Das war schon eher generalstabsmäßige Arbeit. Und wie wir diesen Fröschel den falschen Autoschlüssel unterschoben und das Auto vertauscht haben, also, das macht uns so leicht keiner nach. Ja, ja, das war eine sehr gute Arbeit. Ja. Aber leider nützt sie nichts. So? Weil der Feind mitgehört hat. Zwei Polizisten und die Kriminalbeamten Steiner, Kettwig und Fröschler. Ja. Und sogar noch der Staatsanwalt Sieber.